Hat sich Elon Musk nun völlig von der Realität verabschiedet? Oder weiß er etwas, das er uns nicht sagt? Oder ist es wie immer und wir müssen einfach nur seine Zeitangaben mit dem Faktor 1,5 oder 2 multiplizieren? Der Starship-Start im April hat einige Schäden an Stage Zero hinterlassen, aber das scheint weder SpaceX noch die Community zu beeindrucken. Elon spricht davon, dass sie in 6 bis 8 Wochen startbereit sein werden. Aber diese Rechnung hat er wohl ohne die Umweltschützer gemacht, die inzwischen eine Klage gegen die US-Flugaufsichtsbehörde FAA eingereicht haben. Sie werfen der Behörde vor, SpaceX zu Unrecht und verfrüht eine Startlizenz erteilt zu haben. Weiters soll die Lizenz rein auf dem Maßnahmenkatalog und nicht auf Basis des Umweltgutachtens ausgestellt worden zu sein. Das legt den Verdacht nahe, dass sich die Behörde unter Druck hat setzen lassen. Nein, nicht von SpaceX, sondern vom US-Kongress und der NASA. Denn der Kongress hatte bei der Budgetvergabe für die NASA-Mondlandefähre gespart und nur Geld für eine Option bereitgestellt. Dabei wissen wir doch schon spätestens seit ULA, Ariane Group und Konsorten, dass man sich niemals auf nur einen Anbieter verlassen sollte. Auch wenn dieser Anbieter SpaceX ist. Mich nervt, dass nach dem Start der weltgrößten und mächtigsten Rakete jeder dahergelaufene Hobbybeobachter auf TÜV-Beamter macht und SpaceX kritisiert. Hier mein Gegenargument. Dass die davor implementierten Bodenanlagen suboptimal oder gar untauglich waren, braucht man SpaceX nicht sagen. Ihr Ziel ist nicht, eine veraltete Wegwerfrakete für ein paar Missionen auf Steuerzahlerkosten zu bauen. Ihr Ziel ist es, eine schnell und effizient wiederverwendbare Rakete zu bauen. Dazu gehören auch wiederverwendbare Bodenanlagen. Ja, es sind tonnenweise Betonbrocken hunderte Meter durch die Luft geflogen, aber es war ja auch alles weiträumig abgesperrt und niemand wurde gefährdet. Jeder wusste, dass die in der Nähe aufgebauten Kameras und Fahrzeuge nicht in Sicherheit sein würden. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Auch SpaceX ist nicht davon ausgegangen, dass ihre Bodenanlagen schadensfrei überleben. Hier wird nämlich an der Speerspitze der Technologie gearbeitet und man möchte schnell vorankommen. Den Dreck, den SpaceX nun auf dem Strand von Boca Chica verteilt hat, werden sie gefälligst wegräumen. Das muss man ihnen auch nicht sagen. Noch einmal, es handelt sich um den ersten voll integrierten Testflug dieses Prototypenprogramms. Da kann schon einmal etwas schief gehen. Wenn das beim 7. Start noch immer so ist, dann kann man SpaceX dafür ruhig kritisieren. Ein großes und ernsthaftes Problem stellt das Flugabbruchsystem dar, welches ganz klar versagt hat. In diesem Fall kann man wohl von Glück reden, dass nichts Gröberes schiefgegangen ist. Aber dazu kommen wir gleich noch einmal im Detail. Laut Elon hat SpaceX keine ernsthaften Schäden an der umliegenden Umwelt feststellen können. Es ist zwar einiges an Beton herumgeflogen, was nicht unbedingt Teil des Plans war, aber dafür ist das Umfeld ja gesperrt gewesen. Der Beton hätte vermutlich wesentlich mehr vertragen, wenn der darunterliegende Sand besser verdichtet gewesen wäre. Hier ist schön zu erkennen, dass die Wucht der 30 Raptor 2 Triebwerke den Sand unter dem Beton weiter komprimiert hat. Das hat zu Rissen im Beton geführt. Durch die Risse gelangte das Triebwerkshöllenfeuer unter die Betonschichten und hat diese von unten im wahrsten Sinne des Wortes untergraben und von unten hochgeschleudert. Aber der Schaden ist angerichtet und das Loch unter dem Starttisch ist bereits ausgehoben. SpaceX-Mitarbeiter sind schon dabei, das Geröll wegzuräumen, um die Ersatzkonstruktion unter dem Starttisch einzubauen. Diese besagte Konstruktion, so beschreibt es Elon, kann mit einem gigantischen Hochdruckstahl-Duschkopf verglichen werden, der nach oben schaut. Er umschrieb die Konstruktion auch als riesiges regenerativ gekühltes Stahl-Sandwich. Also zwei Schichten Stahl, wo dazwischen und außen Wasser mit Hochdruck durchgepumpt wird. Der nach oben gerichtete Hochdruck-Duschkopf wird aber nicht nur den Boden unter dem OLM, sondern auch die Stahlbetonpfeiler umhüllen. Sonst müsste man nach jedem Start die Pfeiler neu streichen. Diese Grafiken von Ryan Hansen Space geben uns jetzt schon einen Eindruck davon, wie das in Zukunft aussehen könnte. Das wird diese braune Staub- und Geröllwolke in eine weiße Nebelwolke verwandeln. Das wird dann hoffentlich gut sichtbar sein beim nächsten Start. So eine Nebelwolke ist auch beim Testfeuer der SLS-Triebwerke im Stennis Space Center zu erkennen gewesen.
Nach dem zweiten Starship-Start werden wir einen schönen Vergleich anstellen. Zum Startturm gibt es nicht viel zu sagen, außer dass er funktioniert. Die Chopsticks wurden bewegt, was ein gutes Zeichen ist, und auch der QD-Arm ist noch beweglich. Die Geschwindigkeit, mit der nun die Reparaturarbeiten an Stage Zero angelaufen sind, legen für mich nahe, dass SpaceX mit einem ähnlichen Ergebnis gerechnet hat. Elon sagte auch in seiner Gesprächsrunde in den Twitter Spaces, dass das Ergebnis ungefähr dem entsprochen hat, was man erwartet hatte. Ich habe das in meiner ersten Nachflugsanalyse mehr oder weniger spaßeshalber gesagt, dass sich SpaceX einen Teil der Grabungsarbeiten unter dem Startwisch sparen wollte. Aber langsam glaube ich, dass das wirklich ein inoffizielles Ziel gewesen sein könnte. Denn man wollte ohnehin ein regenerativ gekühltes System einbauen. Dafür musste man ohnehin alles aufstemmen und abtransportieren. Warum also nicht gleich den Booster dafür verwenden und ganz nebenbei reale Flugdaten sammeln? Und die Reinigung des Strandes an ein Entrümpelungsunternehmen aus der Umgebung auslagern, so dass es unter dem OLM schneller vorangeht. Ist nur eine Vermutung von mir. Was denkst du? Könnte sich SpaceX wirklich solche Gedanken gemacht haben? Ich denke doch, dass man den Start und die entstehenden Kräfte simuliert haben muss und dass man die verbauten Materialien recht gut kennt. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass der Krater unter dem OLM besonders überraschend kam, auch wenn es nicht so kommuniziert wurde. Ich möchte noch gerne ein paar Punkte besprechen, über die sonst niemand redet. Es ist zwar zweifelhaft, ob 6 bis 8 Wochen bis zum nächsten Start realistisch sind, aber eines ist sicher. Starship hat einiges unter Beweis gestellt. Erstens, das Ding kann wirklich fliegen und mit ein paar Verbesserungen erreicht es auch einen Orbit. Und zweitens, das autogene Druckbeaufschlagungssystem funktioniert. Das war auch nicht sicher. Im Endeffekt bedeutet das, dass der tiefgekühlte flüssige Treibstoff nicht nur zum Verbrennen verwendet wird, sondern vorher noch mit Hochdruck durch kleine Kanäle in den Wänden der Triebwerke gedrückt wird, um so einerseits die Triebwerke zu kühlen und andererseits die Flüssigkeit zu verdampfen und die Tanks zu bedrücken. Also ein in sich geschlossener Kreislauf, der unglaublich schwer auszubalancieren ist. Insbesondere wenn man bedenkt, dass man hier mit 33 Triebwerken arbeitet. Bevor wir zu den weiteren Schäden und Maßnahmen kommen, möchte ich mich gerne bei all den Unterstützern von Mars Chroniken bedanken, die es möglich machen, dass ich das hier machen kann. Vielen lieben Dank. Wenn auch du Teil des coolen Supporter-Teams werden möchtest, dann findest du alle Infos dazu unten in der Videobeschreibung. Was aber auf jeden Fall kostenlos ist und stark hilft, ist ein Daumen hoch und ein Kanalabo. Danke dir. Um noch ganz kurz bei der autogenen Druckbeaufschlagung zu bleiben. Das ist deswegen so wichtig, weil das viel Gewicht und Kosten spart. Bei der Falcon 9 werden die Tanks mit Helium bedrückt. Das bedeutet, dass man Helium in extra Tanks mitführen muss. Abgesehen davon, dass solche Tanks zusätzliche Fehlerquellen darstellen, wiegen sie viel und obendrein ist Helium nicht unbedingt ein reichlich vorhandenes Gas und dementsprechend also auch recht teuer. Deswegen ist dieser Erfolg besonders hoch anzurechnen. Was die beschädigten Tanks der orbitalen Tankfarm angeht, nun, das war auch absehbar, dass die keinen Gesteinssturm überstehen. Zumindest nicht auf Dauer. Sie waren wohl eine vorübergehende Lösung, aber SpaceX wird den selbstgebauten Tanks nun den Rücken kehren. Für den nächsten Flug könnten sie eventuell noch von ihnen Gebrauch machen, aber Elon hat schon bestätigt, dass man die Tanks abbauen und mit solchen liegenden Tanks ersetzen wird. Diese bieten ganz offensichtlich den Vorteil, dass man sie leichter schützen kann als 40 Meter hohe Tanks. Außerdem sind das standardisierte Tanks, die massenhaft produziert werden. Es gibt viele Erfahrungswerte damit und SpaceX muss sie nicht extra zertifizieren lassen. Die zwei Tanks, die den größten Schaden davon getragen haben, sind die beiden Wassertanks hier. Der Tank für flüssigen Sauerstoff hat nur ein paar kleine Schäden davon getragen. Mitarbeiter haben das Loch in der Außenhülle provisorisch geflickt, was darauf schließen lässt, dass der innere Tank nicht beschädigt ist. Dieses Vorgehen, dass SpaceX bereit ist, diese Tanks, an denen unzählige Mitarbeiter rund 1,5 Jahre gearbeitet haben, einfach wegzuwerfen, zeigt einfach, dass SpaceX nicht an irgendetwas hängt. Wenn etwas nicht funktioniert, dann sucht man sich eine neue Lösung. Es gibt inzwischen auch bessere Indizien und Anhaltspunkte für das Versagen des Fluges. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich mir noch ansehen, was denn so an unerwarteten Dingen passiert ist. Natürlich war der gesamte Flug und die Flugbahn
bis Hawaii genauestens durchgeplant. Aber man hatte niemals wirklich damit gerechnet, dass Starship einen Orbit erreicht. Nur für den Fall hatte man aber dennoch alles ausgetüftelt. Es kam für SpaceX recht unerwartet, dass die Rakete Überschallgeschwindigkeit erreichte. Man rechnete eigentlich damit, dass sie schon vorher aus irgendeinem Grund auseinanderbricht oder explodiert. Die strukturelle Stabilität der gesamten Rakete wurde anscheinend auch gewaltig unterschätzt. Das ist aber nicht unbedingt nur ein Vorteil. Es ist zwar schön, wenn deine Rakete einiges aushält, aber nicht wünschenswert, wenn sie gesprengt werden muss. Zum FTS-Versagen kommen wir gleich. Wenn das System zu stabil ist, dann besteht ganz offensichtlich noch Raum für Effizienzsteigerungen. Aber ich verstehe schon, dass man erst einmal stabiler baut als notwendig und erst später mit der Optimierung der Konstruktion beginnt, wenn bereits mehr reale Flugdaten vorhanden sind. Viele haben auch kritisiert, dass sich das Schiff nicht getrennt hat, als der Booster versagte. Denn damit hätte man doch zusätzliche Flugdaten sammeln können. Das stimmt teilweise, denn auch wenn sich das Schiff getrennt hätte, hätte es aufgrund der ausgefallenen Triebwerke beim Start an Delta V gemangelt. Als Folge hätte das Schiff seine ziemlich genau definierte Landezone nicht erreicht. Um das Risiko zu mindern, dass die Oberstufe irgendwo über Afrika oder Madagaskar herunterkommt, hat man sie gleich über dem Golf von Mexiko gesprengt. Im Umkehrschluss heißt das, dass das Schicksal des Fluges schon besiegelt war, als sich SpaceX kurz vor dem Start dazu entschloss, 3 der 33 Triebwerke nicht anzuwerfen, da sie keine einwandfreie Gesundheit zeigten. Laut Elon gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Gesteinstornado diese Triebwerke beschädigt hätte. Ich glaube ihm das aus folgendem Grund. Bei statischen Feuern mit 3 Triebwerken ist um die Triebwerke herum viel Platz für herumfliegendes Gestein. Aber wenn aus der gesamten Fläche des Boosters unten Triebwerke feuern, denke ich, dass dieses Feuer das Gestein aus dem Triebwerksraum fernhält. Und da die Triebwerke bei Booster 7 alle Unikate waren, hat man sie sachte und langsam hochgefahren. Bei den neueren Iterationen werden die Triebwerke einheitlicher sein, man wird sie schneller starten und damit auch den Starttisch schneller verlassen können. Das wiederum wird die ohnehin besser geschützten Startanlagen mehr schonen. Es kann also nur besser werden. Was auch nur besser werden kann, ist die ganze Angelegenheit mit dem Flugabbruchsystem oder kurz FTS. Scott Manley hat ein super Video dazu gemacht, das ich dir sehr empfehlen kann. Man muss hier ganz offen sagen, dass das FTS bei Starship versagt hat. Denn zwischen der Zündung des FTS, das im Endeffekt nichts anderes als ein Sprengsatz ist, und der Explosion der Rakete sind rund 40 Sekunden vergangen. Diese Vents, die hier zu sehen sind, sind die FTS-Löcher, aus denen der Treibstoff herauskommt. Fairerweise muss man auch dazu sagen, dass zum Zeitpunkt der Zündung ein signifikanter Teil des Treibstoffes bereits verbraucht war. Es ist also nicht klar, ob das FTS zur Explosion des Gesamtsystems geführt hätte, wäre es direkt nach dem Start mit vollen Tanks gezündet worden. Was aber mit großer Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass solche Flugabbruchsysteme von der NASA gut erprobt und standardisiert sind. Außerdem hat die FAA ein gehöriges Wort mitzureden. Denn dieses System muss von mehreren Behörden und zuletzt auch von der FAA abgenommen und genehmigt werden. Also kann man hier die Schuld nicht allein SpaceX geben. Hier geht es jetzt darum, einen vernünftigen Ersatz zu finden, um zukünftige mögliche Katastrophen zu verhindern. Und wenn du mich fragst, würde ich am liebsten natürlich niemanden verklagen, aber wenn es sein müsste, würde ich SpaceX und die FAA eher wegen dieser Fehleinschätzung des FTS als wegen des Betonsturmes anklagen. Selbst wenn SpaceX in einigen Wochen oder Monaten bereit ist für einen weiteren Flug, könnte dieser Sachverhalt zu größeren Verzögerungen führen, denn eine FAA-Untersuchung durch Beamte könnte viele Monate in Anspruch nehmen. Über die Umweltklage mache ich mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen, denn SpaceX hat nichts Giftiges in der Umwelt verteilt. Aber sollte die FAA die Klage verlieren, könnte ein neues Umweltgutachten eingefordert werden, was dann aber mit Sicherheit wieder rund ein Jahr dauern würde. Ich möchte aber noch einmal kurz zum FTS zurückkommen. So ein System ist im Endeffekt nichts anderes als ein Panzerknacker. Da diese Löcher in den Tanks nahelegen, dass sie die Tanks punktiert haben, bleibt noch die Annahme, dass sie an der falschen Stelle angebracht oder einfach zu klein waren.
Ideal für so einen Sprengsatz ist die Stelle zwischen den beiden Behältern für Sauerstoff und Methan, auch Bulkhead genannt. Denn dann vermischen sich die beiden und bilden ein hochexplosives Gemisch. Es ist auch zu erkennen, dass die Explosion dann tatsächlich nicht von der FTS-Stelle ausging, sondern vom Booster-Triebwerksraum. Zuerst zerlegt es den Booster und kurz darauf findet eine zweite Explosion, also die des Schiffes, statt. Ein paar Probleme möchte ich noch beleuchten, bevor wir zum Ende kommen. Booster 7 ist schon viele Monate auf dem Teststand gestanden und wurde unzählige Male zwischen Produktion und Testgelände umhergekarrt. Die eingebauten Triebwerke waren, wie vorhin schon erwähnt, Unikate mit eigenen Bedürfnissen und waren nicht besonders verlässlich. Jemand hat es so formuliert, dass das Ganze einfach eine besonders tolle Verschrottungsaktion war, die Flugdaten generiert hat. Zudem wurde dieser Booster mit einem hydraulischen System gesteuert. Es hatte zwar zwei Hydraulikaggregate, aber es dürften im Laufe des Fluges beide ausgefallen sein. B9, der Booster, der beim nächsten Flug zum Einsatz kommen soll, wird bereits über ein elektrisches Steuersystem verfügen. Das macht die Steuerung des Gesamtsystems nicht von zwei Aggregaten abhängig. Weiters waren die Schutzabdeckungen bei B7 nachgerüstet, während sie bei B9 schon im Design integriert sind. Das und die elektrische Schubvektorsteuerung helfen dabei, die einzelnen Triebwerke voneinander zu isolieren, sodass der Ausfall eines Raptors nicht die gesamte Mission gefährdet. Apropos ausgefallene Raptoren. Dass sich die Rakete beim Start vom Turm weggelehnt hat, war das Ergebnis der nicht gezündeten Raptoren. Es war also kein Tower Avoidance Manöver. Aber die Schubvektorsteuerung hat hier bewiesen, dass sie funktioniert, wenn die Hydraulik mitspielt. Vielleicht wurde die Hydraulik hier schon überlastet und ist deswegen dann nach einer halben Minute etwa ausgefallen. Was denkst du? Schreib mir deine Gedanken in die Kommentare. Inzwischen ist klar, dass SpaceX offiziell bei Sekunde 85 nach dem Start die Kontrolle über den Prototypen verloren hat. Und es ist auch klar, dass die Saltos nicht Teil der Stufentrennung waren, sondern ein Zeichen für den Kontrollverlust. Die fehlende Schubvektorsteuerung konnte das Taumeln nicht ausgleichen, was zu diesem spektakulären Schauspiel führte. Laut Elon hätte man, wenn die Hydraulikaggregate nicht ausgefallen wären, die Triebwerke nach Max-Q noch einmal hochfahren können und die Stufentrennung erreicht. Das wäre dann eine ganz andere Mission geworden. Aber der Kontrollverlust passierte vor der offiziellen Stufentrennung. Daher wurde diese auch nicht eingeleitet. Sie wäre nur eingeleitet worden, wenn das Schiff ausreichend schnell gewesen wäre, was nicht der Fall war. Da die äußeren Triebwerke vom Starttisch gezündet werden, sind sie nicht in der Lage, im Flug neu zu starten, sollten sie ausfallen. Die inneren hingegen verfügen über diese Fähigkeit und die Neustartlogik, sollten sie ausgehen. Sie werden aber nur versuchen, neu zu starten, wenn sie bei voller Gesundheit sind. Denn trotz Schutzabdeckungen will man keine unnötigen Explosionen im Triebwerksraum riskieren. Und was jetzt? Wie geht es weiter? Nun, nach den ersten Inspektionen hat SpaceX eine ganze Armee an Mitarbeitern und Maschinen anrollen lassen, um alles zu säubern und wieder instand zu setzen. Booster 9, 10 und 11 stehen als nächstes bereit für Tests. Welches Schiff zum Einsatz kommt, ist noch unklar. Aber Elon ist sich zu 80% sicher, dass sie beim nächsten Flug einen Orbit erreichen und zu 100% sicher, dass sie spätestens in den nächsten 12 Monaten einen Orbit erreichen. Das ist glaubwürdig. Aber Orbit heißt noch lange nicht, dass das Schiff den Wiedereintritt, Landung, Wiederverwendung sowie das Tanken im Orbit schafft. Das sind alles noch Meilensteine, die sie nun schnell erreichen müssen, denn Starship liegt auf dem kritischen Pfad für die Artemis-Missionen, insbesondere für die Mondlandungen. Wenn du mich fragst, wird es aber nicht an Starship scheitern. Denn jede Artemis-Mission startet mit einer neuen SLS-Konfiguration und jedes Mal wird es neue Verzögerungen geben. Aber bleiben wir bei Starship. Elon redet sogar von 4 weiteren Starts dieses Jahr. Aber das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Nur wenn der Super Heavy Duschkopf unter dem OLM funktioniert, wie gedacht, ist das denkbar. Wenn nicht, kann das alles noch viel länger dauern. Andere gute Nachrichten sind, dass es SpaceX zumindest nicht an Triebwerken mangelt. Die Produktion ist hochgefahren und wird weiterhin optimiert. Sie haben jedenfalls ausreichend Triebwerke für mehrere Testflüge. Tatsächlich haben sie so viele herumstehen, dass sie die Produktion nun etwas zurückgefahren haben und die bereits produzierten aufmotzen.
Auf die Frage, ob SpaceX weiteres Geld benötigt und ob dieser Flug eine Belastung für die SpaceX-Finanzen war, meinte Elon, dass sie dieses Jahr noch etwa 2 weitere Milliarden verbrennen werden. Aber sie brauchen keine weiteren Investitionen, zumindest nicht operativ. Das Starlink-Geschäft ist bereits gut angelaufen mit über 1 Million Nutzer weltweit und die Falcon 9 bringt auch schon ordentliches Geld ein. Spätestens seitdem sie eine de facto Monopolstellung haben für Starts, können sie verlangen, was sie wollen. Das haben sie einigen makabren Vorgängen in dieser Welt zu verdanken. Und jetzt noch in aller Kürze ein Update, was sich sonst noch so tut. Die ehemalige Macy's Schießanlage ist nun offiziell ein Testgelände. Das ergibt viel Sinn, denn so behindern Kryotests nicht die ganze Produktions- und Testanlage. Es muss auch nur eine Straße gesperrt werden, die nur zu diesem Gelände führt. Es sind also keine anderen Menschen betroffen. S25 wurde vor einigen Tagen Kryo getestet und dürfte bestanden haben. Auf dem Produktionsgelände gibt es momentan 2 große Baustellen. Einmal wird das Fundament für die Erweiterung der Star Factory gebaut, in der sie Gerüchten zufolge eine gigantische Presse hinstellen wollen, und einmal steigt gerade ein weiterer Hochschutz empor. Dieser wird sich aber gewissermaßen von den bisherigen Bauten unterscheiden, da diese Stahlträger weiß statt grau sind. Wie genau sich der Bau unterscheiden wird, das ist noch unklar, aber das wird sich wohl in den kommenden Wochen zeigen. Mein Name ist Sirwan und das war Mars Chroniken. Danke fürs Einschalten, Peraspera ad Astra. Thank you.